Nur knapp 9 Monate hat seit dem letzten Formel-1-Spiel F1 2014 gedauert, da erscheint schon F1 2015. Das soll sich weniger nach Lückenfüller anfühlen, sondern mehr wie ein komplett neues Spiel. Damit das gelingt, setzt Codemasters unter anderem auf eine neue Engine und etliche Detailverbesserungen. Ob das die Serie wieder weiter nach vorne bringt, verraten wir jetzt. Das schick schlichte Hauptmenü von F1 2015 lotst uns zu den unterschiedlichen Rennmodi. Neben einer Meisterschaft stehen auch der neue Profisaisonmodus, Einzelrennen, Zeitfahren, der obligatorische Multiplayer-Modus oder eine Option für persönliche Einstellungen zur Wahl. Ein Karrieremodus, in dem wir noch im letzten Jahr einen eigenen Fahrer an die Formel 1-Spitze hieven durften, fehlt in der 2015er Fassung dagegen komplett, genau wie eine Koop-Meisterschaft. Die normale Meisterschaft lindert diesen Verlust zwar ein wenig, ist aber trotzdem nur Standardkost. Wir bestimmen vor der Saison, ob wir kurze, normale oder komplette Rennwochenenden fahren wollen. Dabei sollte zwar für jeden etwas dabei sein, unverständlich bleibt trotzdem, warum man keine Feineinstellungen machen und sich die Rennlängen nach eigenem Gusto zusammenstellen kann. Ein komplettes Qualifying ist so tatsächlich nur bei der kompletten Renndistanz möglich. Dank der kompletten F1-Lizenz sind erneut alle Fahrer, Teams und Strecken sowie Regeln an Bord, also zum Beispiel die Park-Fermé-Regularien. Seine Rückkehr in den Formel-1-Zirkus feiert nach 23 Jahren der Große Preis von Mexiko. Die Strecke ist eine tolle Ergänzung und gehört zu den schnellsten Pisten überhaupt. Eine nette Ergänzung ist auch die Integration der 2014er Saison. Wer also nochmal mit Sebastian Vettel im Red Bull an den Start gehen will, kann das hier tun. Auf der Piste selbst ist F1 2015 ziemlich stark. Das liegt vor allem am überarbeiteten Fahrgefühl und der recht präzisen Steuerung. Sowohl mit dem Controller als auch dem Lenkrad haben wir die Boliden gut unter Kontrolle. Die Karosserien fühlen sich im Vergleich zum letzten Teil etwas schwerer an. Das macht das Ganze etwas weniger arcadig. Probleme gibt's anfangs nur mit den Kurvenausgängen, da kann bei zu viel Gas das Heck schon mal leicht ausbrechen. Das Handling ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch keine wirkliche Revolution. Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Nutze diesen Vorteil, um ihn zu überholen. Dass die Rennen meistens richtig spannend sind, liegt aber auch an der guten, wenn auch meist etwas zu aggressiven KI. Wobei die allerdings meist erst im Verlauf eines Rennens wirklich auffällt. Anfangs donnern die Gegner meist wie an der Schnur gezogen durch die Kurven, wirken dadurch etwas roboterhaft. Im späteren Verlauf, wenn das Feld mehr zerfasert, zeigt die KI aber ihre Stärken, blockt Überholmanöver clever ab oder zieht aus dem Windschatten an uns vorbei. Schön ist auch, dass sich die Gegner auch mal den ein oder anderen Verbremser oder Ausritt ins Kiesbett leisten. Benzin-Update für dich. Es sind noch 40% des Startbenzins übrig. 40%. Und wo wir schon bei den schönen Dingen sind, auch das verbesserte Zusammenspiel mit dem Mechaniker-Team gefällt uns ziemlich gut. So gibt das jetzt vor einem Rennen noch bessere Tipps für Strategien. Während eines Rennens gibt es unter anderem Updates zu unserem aktuellen Reifenstatus oder der Benzinfüllung. Auf Wunsch können wir in den Konsolenversionen sogar Sprachkommandos geben, wenn wir eine bestimmte Information haben wollen. Auf dem PC wird diese Funktion hoffentlich noch nachgereicht. Durch die vorgegebene Benzinmenge und dem einigermaßen realistisch anmutenden Verbrauch kommt auch eine nette taktische Note ins Spiel, die es stets zu beachten gilt. Das Strafensystem fällt dagegen ziemlich durchwachsen aus. Das gesamte Verwarnungs- und Flaggenkonzept ist zwar im Spiel, allerdings reichlich unausgegoren. Ein Safety Car fehlt sogar komplett. An einigen Stellen können wir zum Beispiel Kurven ungestraft kürzen, wogegen es beim Test mehrfach vorgekommen ist, dass wir von einem Computerfahrer heftig gerammt wurden, aber selbst die Zeitstrafe bekamen. Das kann dann gerade in den vollen Renndistanzen durchaus zu Frustattacken führen. Apropos Frustlevel. Je nachdem, wie hoch der bei einem ist, lassen sich ganz nach Belieben etliche Fahrhilfen zu- oder abschalten. Die Lernkurve ist dabei recht angenehm, wir können deswegen nur empfehlen, nach den ersten Testmeisterschaften ruhig mal Stabilitätskontrolle oder ABS zu deaktivieren. Das macht das Ganze zwar kniffliger, die Freude nach einer guten Platzierung ist aber ungleich höher. Für alle Könner hat Codemasters den Profi-Saison-Modus integriert. Der zwingt uns über die volle Renndistanz, legt die Cockpit-Perspektive fest, schaltet alle Fahrhilfen und Anzeigen ab und die manuelle Schaltung ein. Auch wenn F1 2015 keine komplette Simulation ist, hat man hier doch am ehesten das Gefühl, eine zu spielen. Insgesamt ist das eine gute Ergänzung. Ob es dafür allerdings einen eigenen Modus gebraucht hätte, bezweifeln wir, zumal wir alle Einstellungen auch bei der normalen Meisterschaft vornehmen können.
F1 2015 läuft auf einer neuen Engine, genauer gesagt auf der Ego Engine 4.0. Und ja, im Vergleich zum letzten Jahr macht die Optik schon einen ordentlichen Sprung, ohne uns dabei aber vom Hocker zu reißen. Besonders die Fahrzeugmodelle und die detaillierten Strecken sind gut gelungen, auch Effekte wie Wetterumschwünge, Funkenflug bei aufsetzenden Unterböden oder das Hitzeflimmern hinter den Boliden sorgen genau wie die konstante Bildrate von 60 Bildern in der Sekunde für einen guten, wenn auch etwas sterilen optischen Eindruck. Außerdem wurde endlich mal an der Präsentation gefeilt. Vor einem Rennen sehen wir jetzt zum Beispiel kurze Szenen aus den Boxen. Außerdem gibt's nach einem Rennen eine Siegerehrung. Das sorgt für deutlich mehr Atmosphäre als noch im letzten Jahr. Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Bald werden wir erleben, was diese Boliden wirklich auf der Strecke leisten können. Was erwartet uns im kommenden Qualifying? Gleiches gilt auch für das Kommentatorenduo Heiko Wasser und Stefan Römer, die zwar vor einem Rennen eine ordentliche Einleitung machen und das aktuelle Geschehen gut aufgreifen, aber etwas unmotiviert und lustlos wirken. Den Motorengeräuschen fehlt zudem wie in F1 2014 etwas die Power, hier sollte Codemasters beim nächsten Teil unbedingt nachbessern. Ordentlich nachgebessert hat Codemasters schon bei der PC-Version. Zum Start wurde die noch von etlichen Bugs geplagt, es gab unter anderem Probleme bei der Speicherung von Setups sowie komplette Abstürze. Mittlerweile sind die gröbsten Probleme aber dank eines größeren Patches behoben. F1 2015 ist ein gutes Rennspiel geworden. Auf der Strecke hat man dank guter KI, viele Optionen und des ordentlichen Fahrgefühls eine Menge Spaß, die Rennen sind spannend und dank der offiziellen Lizenz und der verbesserten Präsentation stimmt auch die Atmosphäre. Dennoch bleibt wie schon bei F1 2014 ein schaler Beigeschmack, vor allem wegen der Fehler beim Strafensystem und des geringen Umfangs. Wieso gibt's zum Beispiel keinen Karrieremodus? Wo ist das Safety Car? Wieso wurde der Splitscreen-Modus gestrichen? Nur ein paar Beispiele für Dinge, die ein gutes Rennspiel mit der neuen Engine nochmal deutlich hätten aufwerten können. Wie ein komplett neues Spiel fühlt sich F1 2015 deswegen nicht an, eher wie eine solide Basis für kommende F1-Teile.